Die Berge zwischen Bodensee und Berchtesgaden nennt man wegen des vorherrschenden Kalkgesteins auch die nördlichen Kalkalpen. Unmittelbar und steil steigen die Berge der Alpen am südlichen Rand des Alpenvorlands auf. Der Blick zurück von den ersten Gipfeln zeigt, wie abrupt der Höhenunterschied zwischen den Alpen und dem Alpenvorland ist. Der Gipfel des Herzogstands erreicht eine Höhe von ca. 1900 Metern. Die Vorberge sind nur noch 800 bis 900 Meter hoch. Der Kochelsee liegt auf einer Meereshöhe von 600 Metern. Vor den Bergen des nördlichen Alpenrandes liegt das südliche Hügelland Oberbayerns. Eine Moränenlandschaft, geformt von der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit. Je näher man den Alpen kommt, umso unbedeutender wird der Ackerbau. Die Landwirtschaft am Rand der Alpen ist bestimmt von Milch- und Forstwirtschaft. Das Land ist geprägt von der bäuerlichen Kultur. Die typischen Einhaushöfe, in denen Wohnhaus, Stall und Speicher unter einem Dach vereint sind, beherrschen die Landschaft. Der Holzreichtum des Oberlandes hat zu der typischen Bauweise der Bauernhäuser geführt, die reich sind an geschnitzten Details und Verzierungen. Auf ganz Bayern angerechnet bestreiten die bäuerlichen Haupterwerbsbetriebe nur 2,4% der gesamten Wirtschaft. In den traditionell landwirtschaftlichen Gebieten wie dem Allgäu beträgt der Anteil der Landwirtschaft am gesamten Wirtschaftsaufkommen 10%, ist also viermal so hoch. Die Vieh- und Milchwirtschaft sind traditionell die Haupteinnahmequellen der Landwirte. Wenn auch heute andere Verdienstmöglichkeiten zunehmen, wie zum Beispiel der Fremdenverkehr, so bleibt der Viehbestand für einen Bauern von großer Bedeutung. Ernst schauen sie aus beim Viehmarkt in Traunstein, wenn der Preis für die Milchkühe wieder mal nicht den Erwartungen entspricht. Wird der Herr so geschert? Prachtbullen wie dieser erzielen dann bei der Versteigerung doch die ersehnten Höchstpreise.